Hallo miteinander! Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dem Spiel eine Chance gebt. Oder dass ihr mit mir in Erinnerungen schwelgt. Final Fantasy VII mit Cloud Strife, Tifa Lockhart und Barrett Wallace. Und der kleine Marlene, die dort schon wie eine grosse Drinks mixt. Hey Cloud! Was, Barrett? Bist du ein Noob? Oh, das verstehst du sowieso nicht, Black Man. Nein, es ist ein blöder Spruch gewesen. Ich wüsste, dass ich das nicht so meine. Alright. Endlich können wir Substanzen benutzen. Alright, Waffenhändler. Gut, sehr schön. Natürlich passt Marlene auf den Laden auf, ein 8-jähriges Mädchen. Wenn da irgendwelche Typen können wir randalieren. Bah. Also, Substanzen. Wir haben beim 2 Eis und Blitz. Ihr werdet die Sterne sicher schon gesehen haben. Und die AP unten dran. So viel AP haben wir mit der schon geschafft. Und unten dran 1947 brauchen wir. Dann kommen wir den zweiten Stern über. Und somit kann man da die verschiedenen Fähigkeiten aufleveln. Die kann ich immer wegnehmen, zum Beispiel am Barrett rein tun. Also du kommst jetzt mal Eis über. Du tust mal so heilen. Und du tust noch Blitz behalten. So. Das ist doch perfekt so. Und egal wer die hat, wenn die bei uns gekoppelt sind, sage ich jetzt mal, zum einen Ausdruck aus dem Final Fantasy 8 brauchen, dann kommen die auch Levels über, wenn wir kämpfen. Hey? Augenblick. Ja, was? Okay, es wird sehr ungesund. Sturmgewehr haben wir schon. Granaten braucht man nicht. Nicht unbedingt. Aber von denen, komm, wir kaufen mal 3. Es ist sowieso billig. Können wir uns das gerade auch anlegen? Und zwar da. Ihr seht, Schlitz hat 0. Mein Meisterschwert hat 2. Und das ist so viel Substanzen kann man koppeln, oder? So, da hatten wir auch einen Eisenreif gegeben, das ist ein bisschen mehr Verteidigung. So, nein, ist okay, ich muss die Substanzen nicht reindingseln. Du bist da rumschiessen, Waffen testen, sehr schön. Der sagt mir, wo es lang geht, voll easy. Du? Müde, Alter! Eine Bedingung, ein bisschen Geld. Ja komm, zahlst gar nicht. Er freut sich schon, hä? Wegen diesen 10 aus dem Weg. Also, wir sind im oberen Stock. Das sind nur Tutorials. Also, wir werden gar nicht erst mit denen reden, sondern uns nur das Wichtigste, das schnappen. Ja, das ist ein Schatz, den man finden kann. Das ist auch schon. Ja, ich weiß. Mehr müssen wir nicht wissen. Es ist wirklich einfach über alles und jedes kleine bisschen ein Tutorial und ich kenne es. Ich würde behaupten, ich kenne das Spiel gut genug, um euch das auch so erklären. So. Mit einem Tag, an dem nichts los ist. Ja, ich weiss, das Lams. Wow, ein Kunde? Ja, komm, ich handle das ein bisschen. Ich verkaufe jetzt erstmal meine 3 Bronzereifen. Kauf mir. Ah, du hast kein Zelt. Kauf mir vielleicht mal ein Feuer. Und noch 2 Tränke mehr. Wir finden zwar genug, aber ich habe lieber gern mehr als zu wenig. Du nimmst nämlich noch das Feuer. Und der Cloud. Ihr seht, es ist eine andere Farbe, alle. Und was das bewirkt. Ist eigentlich klar, wenn ich jetzt alle mit Heilen würde koppeln, dann könnte man alle heilen. Wenn ich alle mit Blitz koppeln, kann ich auf alle Blitz sprechen. So einfach ist es. Was ist mit euch los? Was? Tschüss! Ja. Die verpasse ich schon auf. Was?
sind sie so ausspionieren. Was Mädchen gesagt, weiss ich gerade nicht. Ist jetzt egal. Oh, ich sollte mal wieder speichern. Schon länger nicht mehr gemacht. Slums von Sektor 7, ja. So. Und jetzt kommen da zwei ganz geile, die habe ich immer noch in Erinnerung. Die zwei. Ich hab's gehabt! Ich auch! Das ist aller irgendwann etwas, was wir das gleiche Meinung sind. So verdammt komisch. Ja! Also dann, wenn wir. Ja! Und sie geht um. Ja, Slums, Drogenproblem. Ich glaube, das ist ganz klar das Drogenproblem, das die haben. Und ja, wir steigen wieder in den Zug. Ich weiss jetzt gar nicht mehr, was das Ziel ist. Und ich muss mich konzentrieren, dass ich Liz und rede. Okay, macht einen Abgang. Ah, oh, der ist so cool. Barrett, das läuft so böse. Oh, er hat gehört, was er gesagt hat. Was hast du gesagt, Alter? Hä? Oh, oh. Bam, heißt ins Gesicht. Ah, was? Er schafft für Shinra. Er hat schon das Gewehr gezückt, der Barrett. Ich hätte noch einen Mord verhindern. Und ja, er ist nervös. Wir sind auf dem Weg in Sektor 5, zum Reaktor 5. Okay, wir fahren los. Mist, ich habe jetzt gedacht, er hat es schon gesagt, aber ja, okay, jetzt kommen wir. Genau. Ja, es ist so spionagemässig halt, oder? Wieso nicht? Also, 3 Minuten bis zur Ausweiskontrolle. Und in 3 Minuten kommt man aus dem Zug. So einfach ist es. Ja, Tifa, das habe ich doch schon gesehen. Aber da ist wieder unser Freund. Natürlich besuchen wir dich. Und du bist am Brüllen. Jawohl. Was, er freut sich sogar darüber. Man, ja, gell. Meine Erklärung. Ah, brauchst gar keine Richtung. Okay, vorlesen. Hey, Tifa. Komm ein bisschen näher. Ja, natürlich komme ich näher zu dir. Oh. Crap, das sind doch noch nicht 3 Minuten gewesen. Und weiter oben, nicht weiter unten. Wir sind auf dem Weg hoch wieder. Oh, oh. Jetzt könnte man da irgendwo noch irgendwelche Items abdingseln, aber wie so für Phönixfedern und den Trank ignorieren wir das jetzt einfach. Weil man hat nicht wirklich viel Zeit, um die Sperrung zu überwinden. 15 Sekunden eben. Ja, lass mich rennen. Ja, komm. Ja, ich laufe ja. Oder ich will es zumindest. Eben da kann man mit irgendjemandem reden und dann kommt man eine Phönixfeder rüber. Und dann kann mit jemandem reden und kommt Trank über. Oder irgendwie so. Okay. Ist alles gut? Also immer wieder die Sicherheits... Jessie haut noch einen um. Voll cool. Sie ist auch geil. Schnell, schnell, schnell. Lass mich durch das Gesicht. Jetzt eben, der hat mir wahrscheinlich alle Items wieder geklaut. Von dem her... Hey, lass mich durch!
Generalsoldat rechts, ein Geschäftsmann links. Hey, da durch! Aber es sind natürlich Verkleidungen, es sind unsere drei Mitkrieger. Los, Tifa, gang! Ja, es ist schon ziemlich gruselig. Ja, wirklich nicht. So ein romantisches Gedusel brauchen wir jetzt nicht. Jump! Ja, gut, hast dich entschieden. Frau! Natürlich. Nicht so wie der Schiffskapitän aus Italien, hä? Hey, ich habe spitzige Haare, aber keine Spitze hinter. Was läuft mit dir? Whatever. Da kommt noch der Wedge. Hat sich noch einmal umziehen. Oh. Yep, eben, das sind unsere drei Freunde. Die haben gute Ausweise gehabt, wir anscheinend nicht. Alles nach Plan, wir haben früher müssen aussteigen. Ja. Also. Wir alles vorbereiten. Ende vom Tunnel, ja, es sollte locker machbar sein. Ja? Oh, da können wir aber nicht durch. Das sind eben die Sensoren, die unsere Ausweise checken. Also. Ich gehe einfach runter. Komm, Barrett, bist nicht so wie eine Pussy. Ah, nice. Oh, ein Kampf. Da 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 da. Alright. Barrett. Tifa. Tifa ist übrigens eine Nahkämpferin und wir testen jetzt gleich mal Blitz alle aus. Smack, smack. Im Moment noch echt schwach. Theoretisch könnten wir ihren Blitz alle geben, hä? Ah nein, es geht gar nicht, weil sie hat die falsche Ausrüstung für das. So, erste ist kaputt. Der Rest macht, glaube ich, der Cloud sogar allein. Da-da-da-da-da! Und es kostet immer noch nur 4. Wenn ich einen einfach Blitz machen würde, kostet er auch 4 MP. Wow! 109 EP? Not too bad. Was ist das? Äther? Ja. Das füllt das MP auf. Das war eigentlich klar gewesen. Und Potions heilen Dings. HP. Ja, Reaktor Nummer 5. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wo wir da durch müssen. Problem, komm! Es sind neue Gegner und jetzt seht ihr auch, wie ich das will handhaben. Ich werde immer gerade rausschneiden. Außer es sind neue Gegner, dann werde ich etwa da wieder einschalten. Also sobald ich sehe, es sind neue Gegner, werde ich es euch auch nicht zeigen. Ja, ich weiss, man sieht nicht wirklich, was sie können, aber jetzt die haben wir zum Beispiel gesehen, die sind stabil. Oh ja, die sind stabil. Sehr. Barrett, letzte. Das sind glaube ich Blublups oder so heissen sie. Oder Bulgus, irgend sowas komisches. Und die anderen sind sind es MP-Geschütze oder Lasergeschütze? Irgendwas Geschütze, wo die da rumstehen und so. Wir gehen da durch. Und gehen dann da hoch. Wedge. Er hat eh nichts Spannendes zu sagen. Hoffe jetzt mal. Wo sind wir? Ah, da unten. Hey, Jesse. Was denn? Aha. Ja, du kannst passieren. Bis mal easy. Hat's noch einen Trank? Dun, dun.
sehen wir schon wieder ein Säckchen rumliegen. Ich glaube, das ist... Was ist das gewesen? Keine Ahnung mehr. Hey, Pix. Alright. Ja, voll easy. Ich meine, das erste Mal war auch kein Problem. Und die Ausweiskontrolle. Ah ja, genau, ein Zelt. Das kann man an einem Speicherpunkt brauchen. Ich zeige es euch. Da, jetzt kann man es brauchen. Das würde alles heilen. Wirklich alles. So. Also MP, HP, Vergiftungen, etc. Und das vor allem Gruppenmitglieder auch. Unter Sektor 4 Platz. Wir sind gar nicht in Sektor 4, habe ich gemeint. Auf jeden Fall sind wir auf dem Weg zum Reaktor 5. Oder ist es 4? 4 oder 5? Whatever, das ist dann eh alles eine Nummer, oder? Wir werden alle 8 hoffentlich sprengen. Oh, fight! Neue Gegner! Es gibt so viele neue Gegner immer da. Sonderkombatant. Ist auch ein guter Name, hä? Wie verhalten die aus? Oh ja, du bist böse. Uiuiui. Ja gut, der Schaden ist einmal schon ein bisschen mehr geworden, hä? Mach mir nicht viel. Oh, Crit! Ah, Barret ist so geil. Die Waffen verändern sich übrigens immer wieder. Also, Cloud sein Schwert, Barret sein Querarm und Tifa ihre Händchen. Das wird man auch merken. Man wird es sehen, ich sag so. Achtet euch einfach ein bisschen drauf. Vor allem, wenn ihr neue Waffen habt und ausrüsten. Das ist ein riesiges Geschütz hat er jetzt. Level up. Granate. Das ist so ein Item, wo man einfach auf Gegner rühren und dann einen Zauber auslöst. Man slidet runter. Und ich denke, diesen Ort erkennen wir wieder. Weil natürlich sind die Reaktoren sind gleich aufgebaut, oder? Wir sind jetzt einfach ein bisschen von einem anderen Weg gekommen. So. Stiegeln wir da wieder runter. Ich finde es eigentlich ein bisschen einfallslos, dass sie das immer ganz genau gleich gemacht haben. Und andererseits finde ich es auch gut. Ich meine, man kennt sich schon aus und muss einfach nur noch irgendwo durchrennen, ohne zu überlegen. Fight! Und ihr glaubt es nicht, es ist gerade die letzte Gruppe von neuen Gegnern. Es sind... Oh, die können vergiften. Ich weiß gar nicht, wie sie heissen. Hoffentlich sterben nicht gerade alle. Das ist der HP-Sauger, der Hund. Der heisst HP-Sauger. Und die da heissen Smocker. Smocker, ja. Und der HP-Sauger. Die will ich zuerst weg haben, wegen der Vergiftungen. Die hört zum Glück nach dem Kampf wieder auf. Tentakel-Ohr. Tentakelrohr, oh sorry. Und so heilt er sich eben mit dem. Bringt nichts. Und schaut jetzt ihre Riesenbrüste. Das meine ich. Im Film ist es noch viel schlimmer und in der... Also schlimmer oder besser. Je nachdem, was man gerne hat. Und im Film sieht es sehr übertrieben. Heisst Advent Children. Spielt als Fortsetzung, ich glaube irgendwie 5 Jahre später oder so. Lohnt sich, zum Teil mal reinzuziehen, aber ich würde euch empfehlen, zuerst die Geschichte können... Nein, braucht man eigentlich nicht. Die Geschichte hier zu erfahren. Zudem gibt es noch ein PSP-Spiel, Final Fantasy VII Crisis Core. Dort sieht man die Vorgeschichte da dazu. Apropos Vorgeschichte. Ein Rückblick. Papa? Sephiroth? Sephiroth hat ihren Vater. Ja, Sephiroth ist Elite-Soldat. Soldat ist Elite-Einheit von Shinra. Shinra stellt im ganzen Land Makro-Reaktoren auf. Nicht nur da in Midgar. Und sie ist recht verzweifelt. Ich glaube, sie ist da 16. Also 17 war. Ist auf jeden Fall nicht lang, nachdem der Cloud weggegangen ist.
Alles okay. Los. Gut, wir haben keinen 10-Minuten-Timer eingebaut das Mal, warum auch immer. Fight! Ach komm, wir schauen dann. Wer ist's? Ah, okay, andere Aufstellung. Weil ich zuerst dich los habe. Ah, vergiftet genau noch. Oder? Nein, stimmt. Es ist blind. Schaut den schwarzen Schatten, der unter mir pulsiert. Das heisst, ich bin jetzt blind und mit physischem Angriff treffe ich weniger gut. Allerdings, Magie ist auch nicht wirklich gegen anfällig. Also, wir hauen die so kaputt. Oh nein, ich will nicht mein Limit jetzt hier verschwenden. Tifa Level 7, auch nicht schlecht. Nein, ich hasse diese Szene, ich renne jedes Mal zurück. Ich bleibe natürlich einfach auf dem Rennknopf und gegen oben drücken. Und wenn ich gegen oben aus dem Bild renne und gegen oben wieder aus dem Bild renne, wenn ihr wisst, was ich meine, im nächsten Bild auch wieder gegen oben, dann ist es halt einfach sehr tückisch. Mühsam. So. Und ab jetzt werde ich Kämpfe rausschneiden, es gibt glaube ich keinen neuen Gegner mehr. Also ich werde den Screen sehen. Und dann bin ich wieder da. So, der Cloud und der Barret sind jetzt beide im Limit-Modus. Aber das ist recht blöd zum Kämpfen, weil ich will die nicht hier verschwenden. Ich brauche die nachher. Dringend nicht, aber trotzdem, es ist nice, wenn man ein bisschen brillieren kann. Also den Weg hoch schafft man sicher nicht ohne Kampf, das kann ich euch jetzt schon sagen. Und beim nächsten Speicherpunkt werde ich den Part dann auch wieder beenden, der kommt jetzt genau. Yes, wir haben es geschafft, ohne Fight. Ja, perfekt. Einsalten. Yep. Jetzt das sieht ein bisschen anders aus als im anderen Reaktor, aber es sind nur ein paar Sonderkombatanten. Äther. Wir sehen, ich bin recht verletzt, aber das ist mir jetzt gerade noch egal. Das ist verdammt mühsam, die Szene, ich sag's euch. Ich muss gleichzeitig mit ihnen draufhauen. Zuerst mal versau ich sowieso. Also. 21, 22, 23, ah. 21, 22, 23, nein, ah, jetzt bin ich zu früh. 21, 22, 23. Was? 1, 2, 3. Oh, ich hasse es, ich hasse es. Ihr habt gesehen, es ist ja wirklich nicht gegangen. Ah, ja, ja, ja. 21, 22, 23. Yes, Gott sei Dank. Ich weiss nur, dass ich mit einem Kollegen gespielt habe. Nee. Da ist der Safe Point. Bitte kein Fight. Wow, Glück gehabt. Tada! Gerade save. Und ich würde sagen. Ich will Tschüss sagen. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal mit Final Fantasy 7. Bleibt dabei, es wird grandios. Ihr werdet erfahren, wer der Sephiroth ist, was er macht, was er gut kann. Ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Peace!